Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind am Ausbau vom Aquarium und haben begonnen, das Wasser jetzt so langsam ins Aquarium reinlaufen zu lassen. Dafür werden wir jetzt hier noch diese Glaswand raushauen. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja schon angefangen mit Schwämmen, dafür zu sorgen, dass wir erstmal die überschüssigen Bauelemente wegbauen konnten. Und sind schon sehr weit gekommen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, werdet ihr im Laufe dieser Folge sehen, wie weit wir schon sind. Und es sieht schon mal sehr schön aus. Die können wir eigentlich auch gerade mit abbauen. Die brauchen wir dann nicht mehr. So, rückwärts. Ich ein bisschen komisch fände, ist, ich finde hier andauernd Tinte auf dem Boden, aber ich habe noch keinen einzigen Tintenfisch gesehen, der hier rumgeschwommen ist. Die überleben das natürlich nicht, wenn die jetzt irgendwie unten auf die Bereiche kommen, wo kein Wasser ist, aber man müsste sie ja wenigstens kurz sehen. Übrigens freue ich mich, dass es überhaupt schon Tintenfische gab, weil bisher habe ich nämlich erst ein oder zweimal überhaupt einen Tintenfisch hier gesehen. Also jetzt hier in unserem Aquarium. Und zurück. So, das wäre auch schon gleich erledigt. Hier sieht es so aus, ob wir schon fertig sind. Wir nähern uns der Hühnerfarm, wie man genau hört. Ach, den Steg hier können wir vielleicht später nochmal benutzen. So, wir werden jetzt erstmal die Steine einsammeln, die wir gerade abgebaut haben. Und das Glas natürlich auch. So. Jetzt müssen wir etwas Material ablegen, weil wir nämlich voll beladen sind. Jetzt kommt schon wieder ganz schön was zusammen hier an Material. Okay. Und wir müssen immer auf die Luft achten, dass wir hier nicht ertrinken. So, hier hatten wir mit Schwämmen gearbeitet, deswegen gibt es hier kein Wasser gerade. Wenn wir jetzt da oben einen Block hinbauen, dann tut sich das Wasser automatisch wieder auffüllen. Jetzt hauen wir schnell noch hier die Glowstones raus. Das ist so der letzte Steg, der noch übrig geblieben ist.
Vielleicht habt ihr ja schon Tintenfische gesehen. Ich bin ja jetzt hier die ganze Zeit mit Bauen beschäftigt und kann nicht überall aufs Bild hingucken. Ich hätte aber auch noch die Idee, dass wir vielleicht im Außenbereich sogar noch eine Fläche machen, wo das Wasser bis zur Oberfläche durchkommt. Das zeige ich euch nachher nochmal, was ich da für eine Idee hatte. Gut, Material ansammeln. Ganz wichtig. Das brauchen wir für weitere Schandtaten, die wir uns überlegen. Also habe ich ja sowieso wieder eine neue Baustelle aufgebaut. Und zwar soll es eine Sortieranlage geben. Da können wir gleich mal vorbeilaufen, dann zeige ich euch das neue Bauprojekt. Hier gibt es noch Steine. Oh, schnell mal in den Luftbereich. So, da bauen wir halt rückwärts ab. Und alles einsammeln. Gut. Brauchen schon wieder Teppichböden. Jetzt bauen wir hier mal einen Stein hin, um zu sehen, ob wir dadurch das Wasser dazu bringen, dass es in die Bereiche fließt, wo es eigentlich noch rein soll. Es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir sehen hier, das Wasser schwebt über dem Boden, so dass unsere Teppichböden nicht zerstört werden. Nur hier im Hinterbereich, da müssen wir auf jeden Fall nochmal am Boden arbeiten. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal Schwämme aufstellen. Und unsere Baustelle trockenlegen. Okay. Und zwar sind ja hier jetzt momentan nur Quarzsteine. Die müssen wir jetzt komplett nochmal rausstemmen, weil hier haben wir ja noch nicht gearbeitet. Das war ja vorher die ganze Zeit mit Wasser überschwemmt. Und wenn wir diesen Bereich hier noch fertig haben, dann ist das ganze Aquarium fertig. Wir müssten dann nur noch Wasser einfüllen, komplett. Kann man sehr schön sehen, das Wasser schwebt über dem Boden durch unseren Trick mit den Schwämmen. Und was mir jetzt gerade einfällt, ist, ich habe vergessen, wo die Schwämme jetzt gesessen haben. Müssten wir jetzt mal gucken hier, in welchem Abstand das war. Aha, da. Und zwar hatten wir gesagt, wir wollen immer. Drei Felder Platz lassen oder was hatten wir gesagt? Dann wäre es jetzt hier und dann müssten wir hier noch einsetzen. Ja gut, das wäre jetzt auch nicht das Ding. Können wir jetzt hier so.
Habe ich schon wieder vergessen, wie ich das eben gebaut habe. So. Schön viele Quarzsteine kriegen wir hier raus und können die später dann bei anderen Baustellen wieder einsetzen. Ich hoffe, dass wir das Inventar gleich nicht voll haben. So. Eigentlich können wir die schon mit abbauen. Das machen wir gleich, wenn wir die anderen gesetzt haben, im Boden. Dann können wir das gefahrlos wegbauen. Gut, wir hatten jetzt hier einen. Da muss ich mal gucken. Hier 1, 2, 3. Da müsste jetzt hier wieder einer sein. Da. Aber ich glaube, wir können durch 3 dazwischen freilassen. Das müsste durchaus funktionieren. Huch, das war jetzt ein Fehler. Denn hier muss erst noch so ein Stein hin. Und jetzt kommt ein Glowstone. So, wir machen jetzt mal jeweils 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. Das kann man eh nachher nicht mehr sehen. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht so viel Mühe geben, jetzt die Symmetrie beizubehalten. Und wir gehen dann nochmal hier. So, und in die Löcher setzen wir jetzt gleich Schwämme. Hoffentlich haben wir noch genug. Zwei. Zwei ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben jetzt hier zwar noch welche schweben. Aber das reicht uns ja nicht so. Setzen wir schon mal Glowstones. Diese Reihe zurück. Diese Reihe. Und dann haben wir auch keine Glowstones mehr. Eigentlich komisch, wir bauen ja so bescheiden, da müsste ja eigentlich noch ein bisschen was an Material übrig bleiben. Wir gucken uns unsere Vorratskiste, die sagt, wir haben noch 24 Schwämme, das ist schon mal sehr gut, aber Glowstones sieht echt schlecht aus. Und ich glaube, in der Zwischenzeit können wir auch keine mehr oben aus der Decke rausklopfen. Die ist nämlich jetzt komplett weg, die Decke. Aber unsere Löcher im Boden werden wir füllen können mit den Schwämmen. Nicht oben drauf. Unten rein. So, selbst wenn es jetzt ausgeht, können wir immer noch die schwebenden Schwämme nehmen. Aber Glowstones müssen wir auf jeden Fall noch welche besorgen. Jetzt bauen wir die schwebenden Steine ab.
Und hier fehlen noch ein paar Steinchen, die tun wir jetzt gleich ersetzen. So. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal losziehen und noch ein bisschen Wolle holen. Oder hatten wir noch Wolle in unserer Kiste? Was war das denn? So, hier ist Quarz, 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 Wolle. Sehr gut. Quarz, Quarz, Wolle. Quarz und nochmal Quarz. Dann müssen wir schnell da oben noch ein paar Teppichböden machen. Und schnell zurück. Ich bezweifle übrigens, dass uns das ausreichen wird. Wir werden wahrscheinlich noch mal Wolle holen müssen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal sehr weit gekommen mit unseren Bauarbeiten. Die Felder noch weg und dann hier noch ein bisschen das hingelegt. Jetzt müssten wir nochmal Glowstones besorgen. Hier sind jetzt keine mehr oben an der Decke. Und die Wände müssen hier noch korrigiert werden. Dann tauchen wir mal wieder nach vorne. Und hier in diesen Bereichen muss natürlich überall noch, müssen noch Teppichböden ausgelegt werden. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Absatz drin. Vielleicht lege ich da auch nochmal Teppichböden drauf, damit alles einheitlich aussieht. Und wir betrachten das Ganze jetzt mal von oben. Wie sieht das Ganze von hier aus? Auf jeden Fall Monster, mega gigantische Aquariumanlage. Und ich habe immer noch keinen Tintenfisch gesehen. So ein Tintenfischchen, das wäre doch mal was ganz Nettes, wenn man aber wenigstens einen sehen würde. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hiermit die Bauarbeiten für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.